ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, Sie haben mich sehr lange nicht mehr gesehen. Okay, ich höre jetzt auf mit dem Akzent. Ich weiß, ihr habt mich schon sehr, sehr lange nicht mehr so vor der Kamera gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war auf Ibiza, wo ich euch mein Make-up-Tutorial für mein Hochzeits-Make-up gezeigt habe. Ja, es ist wirklich sehr viel Zeit vergangen. Es ist aber auch sehr viel in dieser Zeit passiert. Unter anderem habe ich natürlich geheiratet, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Und she's not a single lady anymore. Mm-mm. Ich dachte einfach mal, dass ich mit euch mal wieder ein Fragen- und Antworten-Video mache, wo ihr mir eure Fragen stellt, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich habe auch direkt mein Handy hier und habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die eventuell ein paar mehr interessieren würde. Und genau, ich würde dann einfach mal direkt anfangen und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und let's go! Also die allererste Frage ist, wie geht es dir so nach der Hochzeit? Also mir geht es ganz gut, wie man sieht. Also außer, dass es einfach nur unerträglich warm ist in dieser ganzen Wohnung. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Hitzewelle in Deutschland. Wir hatten einfach bis zu 38 Grad. Ich wusste nicht, dass wir in der Türkei sind oder auf Ibiza oder in Ägypten sind. Es ist halt immer noch Deutschland. Ich musste sogar an diesem Tag shooten, also für den Dagi Shop. Und es war so unerträglich warm. Aber die Bilder sind cool geworden und die werde ich auch bald sehen. Aber im Großen und Ganzen, mir geht es wirklich sehr, sehr gut nach der Hochzeit. Ich muss sagen, wir waren halt relativ lange, ich glaube, wir waren 15 Tage auf Ibiza nach der Hochzeit dann auch noch. Und in der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr wenig gemacht, so was YouTube angeht oder meine Mails auch gar nicht beantwortet. Und als ich dann wiedergekommen bin, hat sich so viel angestaut und ich so, okay, wo fange ich jetzt an? Die Sommerbräune ist auch noch ein bisschen da, also sie ist leider schon ein bisschen verflogen. Aber mir geht es wirklich sehr, sehr, sehr gut nach der Hochzeit und ich kann mich gar nicht beklagen. Deine Pläne für das restliche Jahr. Okay, das sind mal wieder so Fragen, wo viele dann sagen, Dagi, sag mal mehr, sag mal mehr. Ich kann aber zu den meisten Projekten halt auch einfach nicht mehr sagen. Das ist das Problem. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall noch eine Winterkollektion gibt. Jetzt steht auch noch die Dagi Pop-Up Tour an. Die fängt, glaube ich, sogar in 2 Wochen an. Also die Zeit rast ohne Ende. Übrigens zur Pop-Up-Tour, es sind noch ein paar Tickets übrig. Also falls ihr gerne vorbeikommen wollt, kommt vorbei. Es werden auf jeden Fall auch bei den Tickets, die noch verfügbar sind, Special Guests dabei sein ab und zu. Also ich werde nicht sagen, wer es ist, aber es werden definitiv auch ein paar bekanntere Leute dabei sein, wo ihr euch definitiv freuen werdet, sie zu sehen. Ich will aber nicht zu viel verraten. Guckt auf jeden Fall mal auf der Tourseite vorbei. Da sind noch ein paar Tickets übrig. Zur Information, es sind auch die Rainbow-Tickets. Also die ganz, ganz, ganz normalen Tickets, wo ihr auch eventuell ein Meet & Greet haben könnt. Also, ich will nicht zu viel verraten. Aber wie gesagt, schaut einfach unten in die Infobox. Da ist der Link. Also falls ihr Bock habt, es sind noch ein paar Tickets übrig. Ich werde noch was in den Handel bringen in den nächsten Monaten. Was genau, werde ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber das kann ich euch schon mal verraten. Und ich hatte ein Shooting mit H&M die letzten Tage. Und da werden auch ein paar coole Dinge auf euch zukommen. Und noch sehr, sehr viele andere. Also jetzt ohne zu übertreiben. Es sind locker noch 5 Projekte, die wirklich sehr, sehr groß sind für mich. Und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber was jetzt, glaube ich, so am nächsten ist, so von den Projekten, an denen ich lange gearbeitet habe, ist, glaube ich, nächste Woche Sonntag. Ich hoffe, hoffe so sehr, dass es nächste Woche Sonntag klappt. Ihr werdet das auf jeden Fall hier auf meinem YouTube-Kanal sehen. Auf jeden Fall streicht euch den Sonntag dick an. Ich werde alles dafür tun, dass es am Sonntag klappt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich glaube, viele von euch werden denken, what the fuck, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber ich will gar nicht so viel verraten. Es wird richtig cool. Also ich finde es richtig cool. Und alle Leute, die es schon gesehen haben und davon gehört haben, sagen auch, das ist mega. Deshalb lasst euch überraschen, nächste Woche Sonntag, 13 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Gibt es Fragen, die du bei Interviews ablehnst, weil du sie aus Prinzip nicht beantworten möchtest? Viele kennen ja sehr wahrscheinlich die Interviews von YouTubern, wo die Interviewer meistens immer auf das eine raus sind, und zwar, wie viel diese YouTuber halt verdienen. Das sind Fragen, die ich zwar trotzdem beantworte, aber halt auch nicht wirklich sehr gerne beantworte. Es gibt aber natürlich auch Fragen, die halt unter die Gürtellinie gehen oder Fragen, die halt einfach aus Gerüchten entstehen, und da antworte ich halt auch nicht drauf. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie auf gar nichts zu antworten, aber natürlich wollen die Interviewer immer das rauskitzeln, damit sie eine fette Schlagzeile haben. Und deshalb muss man da auch wirklich mit sehr, sehr viel Bedacht rangehen und nicht einfach drauf losquatschen und wirklich sich Gedanken machen, was man da redet. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Spielst du dieses Jahr Weihnachtsmann in anderen Bundesländern? Liebe Julia, ich weiß nicht mal, was ich morgen und übermorgen zum Mittagessen esse. Wir haben verdammt nochmal Juli.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn man dann sowas macht, dass man vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen außerhalb reist. Aber ich kann es nicht versprechen. Und wie gesagt, wir haben Juli. Du denkst doch nicht an Weihnachten, verdammt nochmal. Wir haben 30 Grad draußen. Da denkt man nicht an Weihnachten. Welche Kollektion vom Dagi Shop ist deine Lieblingskollektion? Das ist sehr schwer zu sagen, da jede Kollektion so ein Teil mindestens hat, wo ich sage, beste. Aber ich muss wirklich gestehen, dass ich diese Kollektion, die Boho Collection, wo ich übrigens jetzt gerade auch ein Shirt anhabe, mit eines meiner Favoriten ist, da sie sehr abwechslungsreich ist. Da wir jetzt nicht nur Hoodies und T-Shirts haben, sondern auch wirklich coole Sachen wie Bustiers oder halt so ein Crop-Top mit Fransen oder Leggings zum Beispiel. Und ja, wir haben sehr, sehr viele neue, coole Sachen, die es halt so noch gar nicht gab. Oder so ein Sweater mit Fransen. Ich verlinke euch nochmal den Dagi Shop unten in die Infobox. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne die Sachen angucken. Die Boho-Kollektion ist, glaube ich, jetzt seit 2 Wochen online. Und das Feedback war mal wieder unfassbar krass. Ich habe mir diesmal auch gedacht, diesmal mache ich kein Video dazu. Diesmal lasse ich einfach mal die Klamotten für sich selbst sprechen. Und es hat auf jeden Fall gewirkt, denn ihr liebt die Klamotten. Und ich weiß nicht, die Rainbow Collection kommt ja auch noch und da sind noch überheftige Teile dabei. Also ich bin sehr, sehr happy damit, wie es jetzt ausgegangen ist und wie die ganze Kollektion entstanden ist und was dabei rausgekommen ist. Aber die Boho Collection ist schon sehr, sehr krass, meiner Meinung nach. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingskollektion war. Aber die Boho Collection ist schon eines meiner absoluten Favorites, ja. Wann ist es für dich das richtige Alter, um ein Kind zu bekommen? Also ich würde mal sagen, das richtige Alter ist generell für mich, wenn man erwachsen ist. Wenn man auf festen Beinen steht, wenn man das Kind ernähren kann, also nicht noch irgendwie in der Schule ist. Also das Kind halt auch wirklich gut aufziehen kann und irgendwie das Kind an nichts leiden muss, weil halt irgendwie die Mutter oder der Vater zu jung ist, weil sie noch in die Schule gehen oder in der Ausbildung sind. Natürlich kann man das auch in der Ausbildung machen, so will ich das gar nicht sagen, aber für die Mutter ist es halt sehr, sehr anstrengend, halt eine Ausbildung zu machen und sich dann noch um das Kind zu kümmern. Deshalb finde ich, das richtige Alter oder der richtige Moment ist für mich persönlich, wenn man halt eine abgeschlossene Ausbildung hat, ein geregeltes Einkommen hat und ja, ein Dach über dem Kopf hat natürlich. Aber natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und jeder kann selber entscheiden, wann er ein Kind haben möchte. Natürlich muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen und auf jeden Fall volljährig sein, bestenfalls. Aber für mich persönlich, ich bin ja jetzt, ich wollte schon 24 sagen, in einem Monat 24, aber jetzt bin ich halt noch 23. Also ich sage jetzt nochmal ein Beispiel an mir, wenn jetzt ein Kind kommen würde, es kommt kein Kind, keine Angst, ich bin nicht schwanger zum 200.000. Mal. Aber wenn jetzt ein Kind kommen würde, dann würde ich es definitiv akzeptieren, weil es ja unter guten Verhältnissen aufwachsen könnte und ich dem Kind auch was bieten kann. Und da das Kind jetzt nicht darunter leiden müsste, da ich jetzt nicht irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen würde. Deshalb würde es auf jeden Fall jetzt in Ordnung sein. Ich für mich persönlich, natürlich weiß man nie, wann es passiert, man weiß es nicht. Aber ich persönlich wünsche mir ein Kind so mit 27 wäre es schon so ein sehr, sehr gutes Alter. Also das sind jetzt bis dahin noch 4 Jahre und ich glaube, in diesen 4 Jahren kann auch noch sehr, sehr viel passieren. Aber es kann natürlich auch später sein, aber es kann natürlich auch früher sein. Deshalb, I don't know, aber ich finde 27 ist schon ein sehr, sehr cooles Alter, um ein Kind zu bekommen. Wie geht es dir eigentlich gerade und stresst dich irgendwas oder bist du gerade einfach nur unendlich glücklich? Also ich bin auf jeden Fall unendlich glücklich, gerade jetzt nach der Hochzeit. Das ist halt alles immer noch total frisch. Es ist jetzt auch schon 1 Monat her, aber es ist halt immer noch so extrem frisch. Und ja, also ich bin trotzdem sehr gestresst, weil halt einfach 20.000 Projekte im Hintergrund laufen, von denen ihr noch nichts mitbekommt, aber halt bald viel davon erfahren werdet. Aber ich glaube, wenn irgendwann dann mal alles draußen ist, dann werdet ihr auch verstehen oder auch, ja, nachvollziehen können, warum ich halt sehr unregelmäßig Videos hochlade, aber trotzdem versuche, auf den Social-Media-Kanälen aktiv zu bleiben. Aber ich versuche, wie gesagt, mein Bestes und trotzdem, ich bin sehr, sehr, sehr gestresst. Sehr, sehr, sehr gestresst. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr glücklich. Kommen wieder regelmäßiger Videos. Ja, das Problem ist, ich habe ja, was heißt Problem? Ich habe halt mir Videotage gesetzt. Die sind halt mittwochs und sonntags. Und ich versuche halt echt jedes Mal, so gut es geht, ein Video zu drehen und diese auch einzuhalten. Das Problem ist halt, es sind 20.000 Projekte im Hintergrund, die einfach so nervenraubend sind und wirklich
stressig sind und ich habe, wenn ich dann abends um 11, 12 Uhr nach Hause komme, einfach keinen Kopf mehr dafür, mich vor die Kamera zu setzen und die gut gelaunte Nagimi zu sein. Das geht halt einfach nicht und ich will euch auch da nichts vorgaukeln. Und ich versuche halt immer Tage zu erwischen oder Tage, wo halt ein bisschen weniger los ist, dass ich mich dann entspannt vor die Kamera setze und mit euch quatschen kann, anstatt halt einfach zwischen 20.000 anderen Dingen, die halt noch nebenbei laufen und irgendwie sagen, hi, übrigens, ich bin's Dagi und herzlich willkommen zum neuen Video. Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche auf jeden Fall regelmäßig Videos zu machen, kann aber nicht versprechen, dass jedes Mal 2 Videos in der Woche kommen. Kann ich einfach nicht mehr. Die Zeiten von damals haben sich einfach geändert. Ich habe 1000 andere Baustellen hinter mir. Deshalb hoffe ich, dass ihr es versteht und ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Aber trotzdem versuche ich immer noch aktiv zu sein, auch auf meinen Social-Media-Kanälen, was ihr auch hoffentlich bemerkt habt. Ansonsten versuche ich halt regelmäßiger Videos zu machen, aber ich kann halt leider nichts versprechen, wenn sich diese Situation momentan halt nicht ändert. Aber ich versuch's. Hat sich deine Beziehung und das Miteinander zu euch verändert, seitdem ihr verheiratet seid? Also wir sind ja jetzt seit einem Monat verheiratet und eigentlich hat sich nichts verändert. Also wir gehen immer noch sehr respektvoll miteinander um. Aber an sich hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass es halt momentan noch so mega frisch ist und wir die ganze Zeit so love, love, love sind. Also, aber das war vorher auch so. Deshalb eigentlich nicht wirklich viel. Und es ist immer noch sehr komisch, wenn ich mit Frau Kasakow angesprochen werde. Ich muss mich da noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich liebe den Namen. Und ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn angenommen habe. Aber ja, that girl is not single anymore. Was machst du bei dieser Hitze am liebsten? Also am liebsten würde ich den ganzen Tag in einer kalten Badewanne sitzen. Aber da das Problem ist, dass ich viel zu tun habe und die letzten Tage so extrem viele Shootings habe, ob es Videoshootings waren oder Fotoshootings waren, ich glaube in den letzten Tagen alleine 4 Stück und es war einfach brechend heiß und es war jedes Mal draußen oder in einem so heißem Studio, wo die Suppe einfach nur die ganze Zeit runterlief. Aber was ich am liebsten mache, das zeige ich euch jetzt. Ich habe sogar in eines meiner letzten Insta-Stories gezeigt. Und zwar nehme ich mir immer sehr, sehr gerne ein Kühlpack, weil ich kann seit den letzten Tagen einfach nicht mehr ohne Kühlpack einschlafen. Und zwar lege ich mir das in den Nacken und binde das zu. Das sieht jetzt aus, als ob ich eine Halskrause hätte. Aber es tut so gut. Oh mein Gott. Es ist so, so, so geil. Und wenn ihr Kühlpack zu Hause habt, macht es auch. Also ja, das mache ich am liebsten, wenn ich zu Hause bin. Und nicht mehr einschlafen kann, weil es so heiß ist. Wie hast du damals reagiert, als du mit Paula den Schwangerschaftstest gemacht hast? Also das Video von Paula ist ja schon online und sie hatte schon darüber erzählt, wie sie es erfahren hat und wie sie es mit mir erfahren hat. Und das war ja damals so, wir waren auf meinem Junggesellenabschied und waren auf Mallorca. Ich habe mich auf jeden Fall schlafen gelegt am ersten Tag, da ich irgendwie nur eine Stunde geschlafen habe oder so und wir dann direkt geflogen sind. Und lag dann im Bett und irgendwann werde ich dann halt von Paula geweckt und sie so, Dagi. Dagi, ich muss dir was sagen. Und ich so, was? Ich schlafe? Und sie so, ich bin schwanger. Und ich so, ach Paula, komm halt's Maul, lass mich in Ruhe schlafen. Ich dachte, sie macht einfach einen Prank, weil sie ja schon diesen Prank mit Sascha gemacht hat. Also ich habe das locker 3, 4 Minuten nicht geglaubt. Sie die ganze Zeit, nein, das ist wirklich so. Ich so, ja komm, ist okay. Da, ja, okay, jetzt bin ich wach, ist okay. Was ist los? Ja, ich bin wirklich schwanger. Und ich so, Paula, reicht doch jetzt langsam mit dem Prank. So, die Kamera sehe ich eh nicht. Es ist gut, wird ein cooles Video. Und sie dann wirklich so, nein, danke, ich habe wirklich gerade einen Schwangerschaftstest gemacht mit Ramona und ich bin schwanger. Dann habe ich erst so langsam realisiert, sie meint es ernst und ich so, wow. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr für Paulchen gefreut und ich weiß, ich wusste direkt, dass Sascha zum Beispiel einfach komplett ausrasten würde, weil er sich schon so, so lange ein kleines Baby wünscht und ich gönne es den beiden so vom Herzen und ich bin beim Kühlpack hier. Ich gönne es den beiden wirklich vom ganzen, ganzen, ganzen Herzen und ich bin wirklich sehr, sehr froh. Sie wird einfach so eine tolle Mama. Und die beiden werden einfach so tolle Eltern, ich weiß es einfach. Übrigens haben wir danach nochmal einen Schwangerschaftstest geholt, wo man sehen konnte, wie viele Wochen sie schwanger war. Und ich glaube, da stand sogar schon drauf, dass sie über 3 Wochen schwanger war. Und wir waren alle so, oh mein Gott, es ist halt einfach wirklich wahr, du bist schwanger, das ist so krass. Und das war's dann auch schon mit den ganzen Fragen. Ich hoffe, dass ein paar Fragen dabei waren, die euch interessiert haben. Und falls euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt wunderschöne Ferien oder Wochenende oder was auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Und fühlt euch geknutscht und bis dann. Tschüssi.